hatte auch relativ spät dann meine Möbel erst, weil die haben wir dann erst bestellt. Und da hatte ich auch keine Couch. Das war auch total doof, weil mein Zimmer ist jetzt nicht gerade das größte. Das ist eine Einzimmerwohnung. Ich habe zwar Küche noch extra. Also das ist so ein ganz schmaler Gang quasi, wo dann die Küche drin ist und da ist so ein Schrank noch. Und dann halt eben noch Toilette extra. Aber man sagt halt einfach Einzimmerwohnung. Und da habe ich halt alles irgendwie so geplant, dass das alles so reingequetscht, reingepasst hat. Aber ich bin eigentlich so zufrieden, wie das ist. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Da möchte ich auch gar nicht hin. So. Passt eigentlich alles. Bin zufrieden mit dem, was ich jetzt habe. So. Teleportieren wir uns mal wieder so. Okay. Kann ich vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich mal oder wenn ich mal wieder Kohle habe, mir mal eine Kamera besorgen und vielleicht auch mal ein bisschen so rumzeigen. Aber da gibt es ja auch nicht viel zu zeigen, ne? Ich müsste mir extra so jetzt mal so eine richtig fette Wohnung mieten für einen Tag oder so und dann sagen, ja, das ist meine Wohnung. Nein, Quatsch, das mache ich nicht. Hä, was mache ich denn eigentlich beim Lager? Da will ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch zum Biologe, glaube ich, musste man zum Biologen? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, man musste aber hier hin. Nein, erst musste ich zum Biologen und dann dorthin, glaube ich. So war das. Gucken wir erstmal, wo ist denn die Quest? Die Forschung des Biologen. So. Irgendwann hat sich meine Möbel, wie gesagt, mit dem Sofa finden oder mit der Couch oder wie gesagt, war ein bisschen bescheuert, weil die Größe, die ich brauchte, also eine relativ kleine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß meine ist, keine Ahnung, mein Sofa ist. Ich wollte halt so eine Schlafcouch, dass halt mal auch jemand mal bei mir übernachten kann. Und es war relativ bescheuert, irgendwas, was ungefähr zu meinen Möbeln passt, zu finden. Und dann habe ich hier irgendwas genommen, was mir jetzt nicht unbedingt zugesagt hat, aber was halt praktischerweise in meine Wohnung gepasst hat. Da muss man halt manchmal improvisieren. Ist halt einfach so. Das kennen vielleicht manche von euch auch. So. Bla bla bla, 50 Punkte im Angriff. Ja, natürlich. Sehr schön ist das. Mal sehen, ne? So, jetzt haben wir unseren Angriffswert erhöht. Das ist sehr schön für einen Mentor auf jeden Fall. Ich lasse das hier gleich noch machen, damit das auf jeden Fall wirkt. So. So, jetzt funktioniert das auf jeden Fall. Wir haben mehr Angriffswert, machen mehr Damage. Und jetzt würde ich sagen, ne? Was wir als erstes jetzt mal machen. Wir öffnen jetzt erstmal hier diesen Ebenholzkasten. So. Ein Seelenstein haben wir erhalten. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt einsetzen sollten. Wir haben etwas wenig Rang. Ich könnte höchstens für HS den einsetzen, aber ich heb den jetzt einfach erstmal auf. Vielleicht lese ich den nachher noch auf der Charmy oder so. Aber das brauchen wir nicht unbedingt aufzunehmen, oder Leute? Da kann ich euch ja erzählen, ob es geklappt hat oder nicht. Ich kann auch einfach die Charmy mal herholen, weil die brauchen wir jetzt sowieso. Dann mache ich eben Meti nochmal neu auf. Und dann logge ich eben die Charmy nochmal ein. Achso, übrigens ist es auch gerade Cashback-Aktion, aber das Problem ist, ich kann das nicht ausnutzen, weil ich einfach keine DR mehr habe. Das ist auch super genial. So, ich möchte reisen. Bla bla bla. Dann möchte ich jetzt. Ich möchte in den Geisterwald, möchte ich. Nee, in den Roten Wald möchte ich. Ich möchte zwar nicht in den Roten Wald, aber ich möchte ganz hinten hin vom Geisterwald, einfach durchs Portal. Und dann bist du auch schon da. Da machen wir jetzt erstmal hier CH1. Einen Moment. Das dauert ganz kurz. Ich darf euch nicht die Daten wieder verraten hier. Sonst sehe ich alt aus. Ne? Dann gibt es Probleme mit der Gameforge hier und mit meinem Account. Das möchten wir nicht. Deswegen habe ich euch jetzt nichts verraten. Ich würde es gerne machen, aber das geht leider nicht. Tut mir leid, Leute. Ein bisschen Spaß muss sein.
So, sind wir im Geisterwald. Ach scheiße, ich Vollidiot. Ich muss hier nochmal weg. Tut mir leid, ich habe wieder mal an nichts gedacht. Einmal wieder weg teleportieren zu Shami. Es tut mir echt richtig leid. So, machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich gebe jetzt auf die Shami einfach mal den Seelenstein, ne? Wir sehen ja gleich, ob es klappt oder nicht. So. Einmal den Seelenstein angeklickt. Ihr seht das jetzt nicht, aber keine Sorge, ich sage euch Bescheid, ob es klappt. Vielleicht kriegen wir einen negativen Rang, aber vielleicht auch nicht. 3K kostet uns das Ganze. Ich gucke einfach mal, ob das jetzt funktioniert. T-R-A-I-N-I-E-R-E-N. Bam. Hat geklappt. Super, Leute. Wir haben G6 und wir sind Agro. Ja, minus 1,1K Rang. Aber das juckt mich nicht, weil ich habe mein Equip schon seelengebunden auf der Shami. Und das andere, das ist eh nichts wert. So. Sehr schön. Was wir jetzt noch machen? Erstmal haben wir Siegen G6 und wir gehen jetzt erstmal zum Biologen und holen uns natürlich erstmal die Quest, was ich total vergessen habe, ich Vollidiot. Ist mir schon peinlich, ey. Ich gehe jetzt, wie gesagt, Biologe, Quest abholen und das müssten die Äste sein. Natürlich müssten das die Äste sein, was denn auch sonst, oder? Ja, das müssen die Äste sein. Bla, 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 bla. Ich weiß, was du zu mir sagst. Du sagst zu mir, junge Mann, beeil dich mal und hol uns ein paar komische Äste aus dem Geisterwald. Und wir müssen 25 Stück von denen farmen. Wir farmen da jetzt immer mal wieder welche. Das machen wir so nebenbei. Immer wenn wir mal ein bisschen Lust haben, farmen wir die. Wenn die Quest zu Ende ist, dann freue ich mich schon auf die Tafeln, weil die Tafeln sind immer das Geilste, was man haben kann. Weil da kann man richtig Kohle machen. Ich liebe die Tafelquest. So, wir gehen wieder in den Geisterwald, wie vorhin. Nur dieses Mal haben wir die Quest dabei. Dann laufen wir mal los und gucken, was dort auf uns wartet. Vorhin habe ich übrigens wieder One Piece ein bisschen geschaut. Gehen wir mal gucken. Geisterwald ist auf der nächsten Seite. Wir haben, glaube ich, eine Nachricht gekriegt. Roter Wald. Gehen wir auf den Roten Wald, weil wir müssen ja durch den Roten Wald in den Geisterwald. Ihr wisst Bescheid. Ich habe auf jeden Fall One Piece geschaut ein bisschen. Und, ups. Ich habe wieder auf die Windows-Taste geklickt. Und ich gucke mir jetzt erstmal die Nachricht an von meinem Kollegen, wenn hier alles gut geht. So. So. Jetzt habe ich eben mal kurz geantwortet, aber da wird jetzt nicht mehr so oft drauf eingegangen, weil wir wollen euch ja natürlich unterhalten und nicht hier Smalltalk hier in Metin über Nachrichten machen. Ich lese das jetzt zwar noch, aber macht da jetzt nicht großen Max drauf. Egal, ich fahre mir jetzt so ein, zwei Stück von denen oder drei vielleicht auch, je nachdem wie ich Bock habe. Gucken wir mal, wie viel wir bekommen letztendlich dann. So. Wenn ich das erste Ding habe, hole ich mal meine Shami rüber, dann seht ihr auch warum. Eigentlich den Keiler ist jetzt Verschwendung zu benutzen, dann können wir einfach irgendwie so machen, die sind eh alle low. So, einmal so. Ich freue mich, dass ich jetzt die 50 Angriffswert habe, aber wir brauchen natürlich die erste Quest auch noch. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich sage, dass wir zu Weihnachten leveln, weil dann hat die Shami wenigstens Segen G. Ich habe meine Quillin-Schuhe, weil das geht bis Weihnachten auf jeden Fall. Und vielleicht habe ich dann auch meine Äste-Quest fertig, vielleicht auch noch die Tafeln-Quest, das weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich aber erstmal noch keine Elixiere des Forschers, nur beim letzten abgeben dann, weil es mich sonst abfuckt, dass es nicht geklappt hat und so. Das werde ich halt dann so machen. Jo. Okay, immer noch kein Ast, ich habe immer gedacht, das geht schneller. Naja, was willst du machen? Gucken wir mal hier, so, gucken wir mal. Tack, tack, tack. Was mich auch wieder übelst gefreut hat, ich hatte ja ganz viele Abonnenten verloren, wo ich
sagen wir mal, keine Mädchenvideos gemacht habe und nur New Super Mario Bros. U gespielt habe, beziehungsweise hochgeladen habe. Ich habe das einfach gemacht, um die Lücken ein bisschen zu füllen, weil ich jetzt echt keine Zeit dafür hatte. Es tut mir echt leid. Jetzt mache ich halt mal wieder ein bisschen was mehr, dass man jetzt so. Ich versuche jetzt jeden Tag mal so ein bisschen was zu hochzuladen, sofern ich Zeit habe. Wenn ich mal keine Zeit habe, dann verzeiht mir das hoffentlich jeder von euch. Ich hoffe es. Es ist halt dann einfach mal so. Es gibt einfach mal Tage, wo man das nicht immer machen kann. Ich habe das früher jeden Tag gemacht. Ich habe das wirklich durchgezogen. 70 Folgen hintereinander oder so. Bei Urbild war das. Wobei mir das Let's Play irgendwie dann am Ende nicht mehr so Spaß gemacht hat mit Urbild, weil das einfach ohne Item Shop Sachen richtig schwer war. Naja, ich weiß gar nicht, wo war ich jetzt zuletzt? Ich habe auf irgendwas gesagt von wegen, weiß ich nicht. Was ist denn los mit dir? Anscheinend will er gekillt werden. Mache ich das jetzt einfach mal. Hier, bitteschön. Viel Spaß am Start, ne? Mein Freund, wenn du das hier siehst, viele Grüße. Ich kenne dich zwar nicht, aber trotzdem. Bitteschön. Endlich haben wir es geschafft. Bin halt null PvP, das ist einfach so. Ja, kein Problem. Immer gerne. Ich kloppe mich ja auch gerne, aber auf Daimos hat das ein bisschen mehr Spaß gemacht. Hier ist das noch nicht so der Burner. Also wenn jetzt jemand sagt, hier mach mal PvP oder sowas, habe ich jetzt nicht so gerne so richtig Bock drauf, weil das ist einfach, ich weiß nicht, mit PvM-Equip PvP gehen, das ist einfach scheiße. Sind wir mal ehrlich, oder? Deswegen. Also ich mache zwar an die 8, 9K irgendwie oder 10K, keine Ahnung, DS, aber das ist einfach nicht vergleichbar mit dem, was ich auf Deimos geschafft habe. Und das deprimiert mich dann immer so ein bisschen, wenn ich jetzt schon PvP gehe. PvM geht das eigentlich schon relativ gut klar. Ich versuche jetzt bis zum Halloween-Event auf jeden Fall meinen Lolli noch zu besorgen. Dann kann ich nämlich, falls ich nicht leveln gehen sollte, wenigstens ein bisschen farmen mit euch, ne? Also 100, 150 DR, das kriegt man schon irgendwie bei. Das Problem ist, ich muss auch noch Doppeldrop kaufen, weil, ne, ich habe ja dann den Keiler in einem Feld und in dem anderen Feld habe ich ja dann den Dingens, ja genau, den Dingens, den Lolli natürlich. Und dann muss man halt natürlich auch noch Doppeldrop holen. Aber 7 Tage oder sowas reicht ja dann. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen, wie wir das auf Reihe kriegen. Das Problem ist halt, ich muss immer noch dieses Schild bezahlen. Mache ich vielleicht morgen oder heute Mittag dann nochmal einen Laden auf. Versuche noch das Equip, was ich noch habe, irgendwie billig zu verscherbeln, damit ich dann wenigstens das Schild abbezahlen kann, weil das juckt mich eh nicht. Hauptsache, ich habe dem Kollegen dann einfach mal das Yang gegeben. So. Weil das sollte ich schon so bis 31. oder so haben, weil dann kommt er dann wieder und möchte schon so gerne sein Yang haben. So. Was haben wir denn hier jetzt? Wie sieht's denn aus jetzt mit den Ästen? Ich brauche einen Ast, verdammt. Ich will jetzt auch keinen kaufen, weil ich bin immer der Meinung gewesen, dass man die ganz schnell bekommen hat. Was mich jetzt irgendwie ein bisschen wundert, dass ich irgendwie doch keinen bekomme. Aber mit Doppeldrop hatte das, glaube ich, nichts zu tun. Soweit ich weiß, hat man die Bio-Sachen so ab Eiskugeln, also nach Eiskugeln eigentlich random, alternativ ganz normal gedroppt. Von den Viechern. Die haben die eigentlich ganz normal gedroppt. Naja, 10 Eisklumpen haben wir auch. Kann man ja irgend so eine Quest fertig machen jetzt schon, glaube ich. So, mal gucken. Wann der erste Ast fällt. Das nervt mich ein bisschen, dass jetzt hier noch keiner gekommen ist. Vielleicht farme ich auch wirklich nur einen, weil das ist echt heftig, dass hier wirklich nichts kommt. So, mal gucken. Selkova Holzast. Müsste doch eigentlich stimmen, ne? Was wir hier sagen. Ja, der Biologe Jack Rip. Lehrling Uriels untersucht die Bäume im Geisterwald. Für seine Forschung benötigt er 25 Selkova Holzäste. Bringe ihm stets einen nach dem anderen, damit er sie in Ruhe studieren kann. Pflanzenkunde würde ich ja auch gern studieren, aber sowas gibt es bei mir nicht im Studiengang. So Selkova Holzäste studieren würde ich auch gerne, aber na, geht leider nicht, tut mir leid.
ne, wir studieren nun mal irgendwas anderes. Das wurde leider nicht in dem Sortiment angeboten, sonst, ne? Also, hier, liebe Professoren, liebe Dozenten, bitte bietet doch mal einen Studiengang an, wo man Zellkover-Holzäste studieren kann. Das wäre doch mal hier eine gute Sache, wäre das auf jeden Fall. Ne? Aber ihr könnt auch mich fragen. Ich biete euch auch diesen Studiengang an hier. Zellkover-Holzäste. Ach, was laber ich denn da für eine Stuss? Ich laber schon wieder so einen Scheiß zusammen. Ich kann nicht mal mehr die Wörter komplett aussprechen. Ich mache hier schon Triple Time oder was auch immer. Triple Time. Was haltet ihr eigentlich von Double Time Rap? Also ich sag mal so, die Mode, ich muss das nicht unbedingt haben. Ich bin so der Oldschool-Agro-Typ hier, der Agro Berlin und sowas noch gehört hat. Oder er ist guter Junge. Also, ja, ich höre mir auch die neuen Sachen an. Gibt's auch einige, wo ich feiere. Aber ich will ja jetzt niemanden beeinflussen und nicht irgendwie weiter drauf eingehen. Es sei denn, ihr habt da nochmal Bock drauf, dass ich darüber rede, dann gerne, ne? Musikgeschmack Richtung Rap, was mir da so jetzt in der Zeit so gefällt und was ich damals gehört habe und sowas. Können wir auch gerne mal besprechen. Aber müsst ihr dann einfach Bescheid sagen, wenn ihr das hören wollt. Themen immer gerne gesehen, ne? So, ich werfe den jetzt mal eben hier auf den Boden. Die Shami steht schon bereit. Die ist zwar aggro, deswegen logge ich die jetzt erstmal aus. Und immer wenn ich einen Ast bekomme, dann logge ich die wieder ein. So, habe ich mir erstmal einen Crit geholt, damit wir auch hier richtig schnell abräumen können und richtig schnell wieder Äste bekommen. Also zwei, drei Stück würde ich mir schon gerne farmen, weil so viel Zeit habe ich dann unter der Woche auch wieder nicht, um hier jedes Mal wieder neue Äste. Halt, sorry. Um hier jedes Mal wieder neue Äste zu haben, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht immer. Und deswegen würde ich jetzt gleich mal ein paar mehr hintereinander farmen. Boah, was ich immer früher gemacht habe, so, ne? Wenn ich mal so zwischendrin eine Pause hatte. Ihr werdet euch totlachen. Damals habe ich ja noch die Notizenquest gehabt bei Vorbild auf Deimos. Und da habe ich so in der Hochschule immer mal zwischendrin, wenn ich eine Pause hatte oder sowas, bin ich immer online gegangen, weil früh ist, ne? Die Bosse stehen ja alle noch da. Und dann habe ich die einfach runtergekloppt und habe mir dann früh so Notizen gefarmt nebenbei. Sowas mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Habe ich auch keine Zeit mehr für, aber im ersten Semester konnte man das halt eben noch machen. So just for fun, immer mal wieder ein paar Bosse farmen. Und dann konnte ich meistens sogar zwei hintereinander farmen, weil ich zwischendrin öfter mal Lücken hatte. War schon ganz geil, also das war eigentlich ganz praktisch, ja. Weil frühs wurde unter der Woche echt nix gefarmt. Konntest du ohne Probleme alle Bosse klatschen. Das war echt optimal. Ich habe dann auch so immer so ein paar Stunden dann irgendwie 20, 30 so Äste, nicht Äste, auch Notizen habe ich dann auch gehabt. Voll schnell ganz viele. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann dann mal so über 100 Stück von denen. Die sind echt super zu farmen mit einem Metallo. Weil man einfach nicht wegfliegt, ne? Mit Aura, mit SKFP, was ich auch nicht ganz verstehe. Manche Leute sagen ja hier, SKP ist einfach scheiße. Ich sage, SKP ist einfach das Geilste. Was ich auch noch gerne hätte, so ein 75er Char, also so ein Metallo nochmal, der, mit dem ich in SC3 einfach irgendwelche Chars wieder hochleveln kann. Oder ich könnte natürlich auch einen Waffensucher nehmen, aber ich spiele lieber einen Mento. Deswegen 75er Mento wäre eigentlich eine ganz geile Sache, so um Sigi-Chars oder 50er-Chars oder DT-Chars oder sonst irgendwas zu machen.